Die Kreuze der Wähler in den Urnen sind alle gezählt. Wer hat denn schon wieder die Schnecke zum Gärtner gewählt? Die schweigende Mehrheit hat, ohne mich vorher zu fragen, mein zierliches Pflänzchen Hoffnung zum Kompost getragen. Ich finde, ein solches Verhalten ist nicht souverän. Wie blauäugig darf man als Wähler zur Wahlurne gehen? Muss man den eigenen Belangen zuwider stimmen oder mutlos wie Treibgut im Strome der Nichtwähler schwimmen? Egal ob von Schröder und Fischer, von Merkel und Münter, nach Wahlgeschenken gibt's immer einen Tritt in den Hintern. Ob von Westerwelle und Merkel, eins bleibt gewiss dann: den Schmerz, wenn er nachlässt, der Wähler vor Wahlen vergisst dann. Man könnte als Wähler vor Wahlen sich mal informieren, aus eigenen Quellen, statt nur in die Glotze zu stieren, um sich dort mit Scheinargumenten verwirren zu lassen, die so gut in die Scheinwelt der Schönen und Reichen passen. Der Liberalismus steht da wie ein Clown ohne Socken. Das ist doch kein Grund, sich eine Westerwelle zu locken. Als hätten die Pleitenwellen dem Volk nicht genügt, hat es prompt den Apostel der Banken zum Vize gekriegt. Egal ob von Schröder und Fischer, von Merkel und Münter, nach Wahlgeschenken gibt's immer einen Tritt in den Hintern. Ob von Westerwelle und Merkel, eins bleibt gewiss dann: den Schmerz, wenn er nachlässt, der Wähler vor Wahlen vergisst dann. Drum dürfen wir üblich nach deutschen Reichstagswahlen die niederen Klassen die Abkackprämien bezahlen. Der Staat wird die Schurken an Krisengewinne nicht hindern und in Opferritualen die Kassen der Wehrlosen plündern. Und Kopfgeldpauschalen und ewige Atomrestlaufzeiten, der Wähler vergaß sich, die Pläne der Merkel zu merken. Die Wahlkampf-Dementis, die Harschen, sind eben verklungen und schon wird ihm der nächste Tritt in den Arschwalzer gesungen. Egal ob von Fischer und Schröder, von Merkel und Müntern, nach Wahlgeschenken den Hintern. Ob von Westerwelle und Merkel, eins bleibt gewiss dann: den Schmerz, wenn er nachlässt, der Wähler vor Wahlen vergisst dann. Egal, egal ob von Schröder und Fischer, von Merkel und Müntern und alle, nach Wahlgeschenken gibt's immer einen Tritt in den Hintern. Ob von Westerwelle und Merkel, eins bleibt gewiss dann: den Schmerz, wenn er nachlässt, der Wähler vor Wahlen vergisst dann.